Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schminkvideo hier auf meinem Kanal. Heute testen wir die Ruby Chocolate Lidschatten Palette von Rival Loves Me aus dem aktuellen Sortiment. Das ist neu hinzugekommen und hier haben wir diese Farben. Tolles Packaging, wie so eine Schokoladentafel, gefällt mir sehr, sehr gut. Es sind alltagstaugliche Farben, wie ich sehe. Und hier könnte man wirklich verschiedene Looks schminken. Als erstes gehe ich in die Farbe Shy. Shy, das ist hier so ein helleres Braun. Und da gucken wir mal, wie sich das so auf dem Auge verhält. Gestern hatte ich schon die Candyland Lidschattenpalette getestet. Das waren sehr helle Töne. Dennoch sahen sie gut aus. Wir hatten uns gestern so auf Arbeit drüber unterhalten und haben gesagt, oh super, schöne Glitzertöne und ja. So, tun wir gleich das Auge ein bisschen setten und in die Lidfalte rein. Dieser Farbton ist ganz okay. Auch von der Farbintensität her. So. Kommt mir fast so vor, als ob es auf dem Auge dunkler ist auf dieser Seite als wir auf dieser. So, genau. Jetzt nehme ich den Ton Teddy, dieses Braun. Was mir halt hier gefällt, hier ist ein noch dunkler Ton drinne. Leichtes Kickback hat man, aber es stört mich überhaupt nicht. Dann pusten wir das halt einfach ein bisschen weg. Ne? So, geht damit nochmal in diese Lidfalte rein. Ich weiß auch nicht, auf der Seite kommt heute gar nichts dran so richtig. Palette kostet 5 Euro, also knapp 5 Euro 4,99 oder 4,95, irgendwie so in der Drehe. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Darum habe ich auch alle beide genommen, die neu dazugekommen sind. So, jetzt gehe ich in Espresso. Espresso ist ein ganz, ganz dunkler Ton. Dieser hier. Und den versuche ich mir mal. Ich hoffe, es funktioniert. Ganz hier hinten einzutupfen, damit wir hier noch ein bisschen Tiefe bekommen. Oh ja, ja, der ist sehr schön. So, wunderbar. Diese Seite? Ich weiß auch nicht, ob das an dem Primer liegt heute. Doch ein bisschen. Muss ich ein bisschen mehr Mühe geben jetzt hier auf dieser Seite. Ja, jetzt. Jetzt kommt ein bisschen. So, wow. Das tun wir alles noch ein bisschen verblenden hier. Das ist nicht ganz so. Krass rüberkommt die Übergänge. Haben wir doch schon gut gearbeitet. So, natürlich sind hier auch wieder wunderbare Schimmertöne. Welchen nehme ich denn? Ich würde Glitterbox nehmen. Glitterbox wäre dieser Farbton. Und den würde ich mir wieder hier vorne auftragen. Also Schimmertöne, das ist immer so das absolute Highlight in so einer Lidschattenpalette. Weil ich mag das, wenn man leicht mit Schimmer arbeiten kann. So, und dann haben wir hier noch ein schönes Karamell hier oben. Haben wir so einen Glitzerton in Braun.
tupfen wir uns hier oben noch mit auf. Oh ja, das ist schön. Na, dann hoffe ich, dass wir noch einen kleinen Topper drüber machen können. Mit richtigen Glitzer. Ja. So. Nur bloß ein bisschen aufpassen. Hier habe ich Rosy Stardust. Einmal diesen Glitterton und einmal diesen Glitterton. Ich glaube, der hier geht mehr ins Rosé, Rostbraun. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht ganz so übertreibt. Ne? Wichtig für mich ist, dass es auf dem Auge hält. Also gestern der Glitter, der hat ja übelst gehalten. Den habe ich überhaupt nicht abbekommen. Wenn der einmal hängt, dann hängt er. Wow. Oh, gefällt mir gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Ein kleines bisschen Inner Corner würde ich noch machen. Mit der Farbe Toffee. Das wäre diese Farbe. Also ein kleiner Spiegel hier drin wäre auch nicht schlecht in so einer Palette. Muss ja auch nicht groß sein. Bloß ein kleines bisschen. Ja, oh Gott. So. Ja. Absolute Highlights setzen. Hier so rein. Zack. Reicht voll und ganz. Oh. Dann tun wir uns noch mit der Farbe Espresso. Hier unten noch eine kleine Linie ziehen, das Auge einzurahmen. Machen wir natürlich auch von beiden Seiten. Hier so, ganz leicht. Dann gehe ich nochmal in die Farbe Teddy. Mache es hier vorne ein bisschen heller. So, und dann würde ich sagen, ist der Look schon fast perfekt. Wir tun noch ein Fixing-Spray drauf. Da habe ich meins von Pixi. Ich hoffe, dass es jetzt bald mal alle wird. Der Sprühstoß ist jetzt relativ groß. Und derzeit, wie das trocknet, habe ich von P. Louise einen Nobel Lipgloss hier. Vielleicht bestelle ich mir wieder so eine Überraschungsbox oder die Monatsbox von P. Louise. Oh, das duftet, ey, das duftet richtig schön wie Schokolade. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Wimperntusche dran von Essence Call Me Queen. Ja, ich wollte jetzt auch jeden Tag mal eine andere Mascara machen, wenn man 3 Tage hintereinander ein Schminkvideo dreht, dachte ich mir, nehmen wir jetzt auch für jeden Tag eine andere Mascara mit. Ja, die Mascara ist auch gut, hat ein kleines, kurzes Bürstchen, erfüllt seine Zwecke. Das war auch so eine Limited Edition. Die gibt es natürlich in manchen Läden immer noch. Kann man auch nicht viel falsch machen für 3-4 Euro so eine Mascara. So. Gut. So, ich würde sagen, lassen wir so. Was sagt ihr zu dem Look? Gefällt mir bald besser als der Look von gestern. Candyland oder Ruby Chocolate? Was sagt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare zu dieser Palette. Und macht's gut. Habt einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut gerne meine anderen Videos. Tschüssi.